Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und ich sag mal gar nichts zu dem Titel, lasst es einfach auf euch wirken, wir gucken jetzt einfach mal rein. Oh, warte mal, ich muss ja auch mal Sound einstellen, ne? So, ja, wir gucken jetzt einfach mal rein, ne? Ich frag Neptun. Sachen. Fragen. Zu verstehen. Hey. Oh, eins morgen, Kinder. Oh, habt ihr das gehört? Nee. Das war mein Anus. Der zutzt, weil er so ein Soß hat. Aber gleich geht's los. Los, Frühstück. So was, wo bleibt jetzt der Tod? Hey. Leckerer Tod, komm raus! Claudi! Komm zu mir, als Schauerberg 8! Nächste, ja! Sesamfuchse! Sus! Hey, was machst du da, Ernie? Hallo, Lambert! Ich lese gerade was über Schaft. Schaft? Ich wusste nicht, dass dich sowas interessiert. Ich möchte gerade ein Experiment machen. Hilfst du mir? Oh ja, aber gern. Alles, was du tun musst, ist, dich in die Luft zu sprengen. So steht's hier in meinem Buch. Würde mich mal interessieren, habt ihr die Sesamstraße eigentlich damals geguckt? Ich muss sagen, die hat eben jeder geguckt, aber also ich auch, aber gar nicht so intensiv. Ne? Ich kenne da Leute in meinem Alter, die kennen gefühlt alle Folgen. Teil 1 und 1 von dem Experiment? Bitte eine Person? Ich häng die Luft zu sprengen. Okay. Alter. Wie ist das? Großartig, machst du toll, Bert. Ja, jetzt kommt ja auch schon Teil 2. Pass auf, beobachte die Person, die sich sprengt und sprengst alle auf die Füße. Wie ich beobachte, sprengt sich Bert. Rauf und runter und rauf und runter. Rauf. Kann ich nicht. Und was ist Bert? Ich sagte, kann ich. Nein, Bert, ich hab noch nicht alle beobachtet und präsentiert. So ist die Soße. Aber ich werde... Das weiß ich, weil ich ja beobachte, wie du scheißt. Oh, was ist das? Deine Augenbrauen sind nicht aufbrauen. Ernie, kann ich endlich... Noch nicht, Bert. So, das war's, Ernie. Ich werde... aufhören. Ich werde ein bisschen mehr springen. Oh. Ich liebe es. Hi, my name is Elizabeth Mrs. and I'm coming to show you my best that's what game. Hallo, ich heiße Mann, ich komme aus dem USSR und ich erzähle euch, wie wir Amerika gängig Fibli Clem. Thanksgiving ist das wichtigste Fest in den USA, noch wichtiger als Weihnachten. Ganz viele Menschen feiern das große Welt. Dieses Jahr wir feiern Thanksgiving mit unseren Opa in England. Thanksgiving übersetzt heißt Count. Yay! Damit alle richtig satt werden, gibt es auch heiße Sauce. Boah, Alter. Gibt es auch. Boah, Alter. Ich finde das ja auch immer übelst geil bei den Japanern. Ne? wenn man da einfach mal so Reportagen anguckt. Oder einfach mal. Jürgen Klaas hat man das ja einmal gesehen. Aber es gibt ja auch übelst viele Reportagen. Einfach mal so sich was über Japan so anguckt. Dass hier und da die deutsche Geschichte schon extrem etabliert, aber die alte deutsche Geschichte, da gibt es einfach mal so Leute auf der Straße, die verkaufen dann Uniformen oder bestimmte Flaggen oder sowas, ne? Das ist übelst krass. Kartoffelbrei, grüne Bohnen und grüne Bohnen. Und Maisbohnen. Kartoffelbrei, das der Truthahn. Hat übrigens einen besonderen Knochen, den nennen wir Bone, der Fixknochen. Zwei der Leute nehmen ihn so in die Hand und wichsen. Ich wünsche mir, dass die SS Meister wird.
Und ich wünsche mir einen Krieg und Frieden für alle. Ja, I am the winner. Danach schmeißt Opa in die Zeitung. Wir lieber spielen unseren Analsport. Analsport. Sus, tschüss. Und jetzt ist die Sesamstraße schon wieder zu Ende. Aber weil ich euch so gerne habe, habe ich was gelastet. Euch fehlt jetzt nämlich nicht nur ein Elmo, sondern ganz viele Elmos. Alter, wenn man sich mal ohne Spaß jetzt, ne? Wenn man sich einfach mal die als Erwachsener, das habe ich ja schon mal einer anderen YouTube-Kacke gesagt, ne? Wenn man sich einfach mal als Erwachsener so die ganzen Kinderserien so anguckt, das denkt man sich auch so manchmal, Alter, was ist bei denen so los? Sind die irgendwie gaskrank? Man versteht es ja als Kind manchmal gar nicht, ne? Aber dann als Erwachsener versteht man ja irgendwie alles. Das ist schon, gerade auch bei SpongeBob, das sind ja auch so viele Folgen, wo man sich so denkt, ey, krass, sowas habe ich mir wirklich als Kind damals angeguckt, ne? Noch nie mit dem Verständnis natürlich, ne? Für mich war das alles nur so irgendwie lustig und sowas, aber es ist schon, ja, krass. Tschüss, bis bald! Alter. Also ich würde nur Gedanken machen, wenn eine Puppe in der Nähe vom Kindergarten sagt, tschüss, bis bald. Also da würde ich mir echt Gedanken machen. Was ihr sagt, ich sehe ungewöhnlich aus, doch ich bin eine wunderschöne Frau. Ist es der eiserne Arm oder der drei Tage Bart oder mein kleiner Pirat? Ich gebe einen Scheiß, was ihr sagt, ich sehe ungewöhnlich aus. Ja, es hat mir gefallen. War sehr, sehr cool. War ein kleiner Quickie zwischendurch. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich wünsche euch definitiv da die Vakusativ einen wunderschönen Wochenstart. Lasst euch nicht ärgern und ja, bald ist Weihnachten. Und da kriegt ihr viele Geschenke. Ganz, ganz viele, Mann. Oder der mit der Rute kommt, ne? Das kann natürlich auch sein. Und ja, wir sehen uns definitiv Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.